Tag, mein Name ist Max Frisch. Jetzt folgt eine kurze Zusammenfassung zu meinem Buch Homo Faber. Viel Spaß! Es war einmal. Walter Faber befindet sich an Bord einer Super Constellation und ist auf dem beruflichen Weg nach Venezuela. Sein Sitznachbar ist der Deutsche Herbert Henke. Es stellt sich heraus, dass er der Bruder seines Studienfreundes Joachim ist. Plötzlich fielen zwei Motoren aus. Der Pilot musste in der mexikanischen Wüste landen. Nach einigen Tagen wurden alle Passagiere gerettet. Faber entschied sich, seine Reise zu verschieben und begleitet Herbert nach Guatemala zu dessen Bruder Joachim. Einfach schrecklich. Joachim hat sich umgebracht. Herbert bleibt auf der Plantage in Guatemala zurück, während Walter Faber in Richtung New York heimkehrt. Zu Hause wartet Ivy, seine Geliebte. Nach kurzem Aufenthalt entschied sich Faber, seine Reise nach Europa vorzeitig per Schiff anzutreten. An Bord lernt er Elisabeth, auch Sabet genannt, kennen. Faber verliebt sich in Sabet. Am Tag seines 50. Geburtstag macht er Sabet einen Heiratsantrag. In Avignon, das liegt in Südfrankreich, verbrachten sie eine Nacht miteinander. Er erfährt, dass Sabet die Tochter seiner Jugendliebe Hannah ist. Faber erkennt nicht, dass Sabet seine Tochter ist. 1936 verließ Walter Faber seine Hannah, da er beruflich nach Bagdad reiste. Sie offenbarte ihm, dass sie ein Kind von Faber erwartet. Beide entschieden sich für einen Schwangerschaftsabbruch. An einem Strand in Griechenland wurde Sabet von einer Schlange gebissen. Sie schlug mit dem Kopf auf und wurde bewusstlos. Mit bewusstloser Sabet im Arm gelangt Faber nach Athen. Dort trifft er auf Hannah und erfährt schließlich, dass Sabet seine Tochter ist. Sabet stirbt. Grund war nicht der Schlangenbiss, sondern die schweren Kopfverletzungen. Walter Faber kündigte seinen Job bei der UNESCO. Sein schlimmes Magenleiden entpuppt sich als Magenkrebs. Er ließ sich operieren. Ende.